Hallo beim ersten Adonis-Tipp von der Unternehmensberatung Axel Schröder. Wir gehen heute den Digital Twin, Prozesse, Modelle und Objekte durch. Hier haben wir zum Beispiel einen Modellkatalog in der Übersicht oder wir greifen hier links oben drauf zu. Das ist das Objekt-Repository und wir öffnen jetzt unseren Bodo bodenlos Antiquitäten verkaufen Prozess. Hier über die Objekte haben wir den Prozess verknüpft. Wir haben einen kompletten Prozess für den Verkauf der Antiquitäten mit einem Startereignis, einem Endereignis und verschiedenen Aufgaben. In den Prozess- bzw. Modelleigenschaften können wir diverse Informationen anreichern. Bodo-bodenlos wäre vermutlich auch eigentlich der Prozesseigner. Der Prozesstyp ist ganz klar ein Kernprozess, also ein Geschäftsprozess. Die Determiniertheit ist immer eine Frage, wie oft kommt es vor, wie gut ist das schon vom Prozess erfasst. Die Komplexität ist mit zwei Objekten ohne Gateways niedrig. Wir verkaufen nur wenige Exemplare im Jahr und damit ist ein Geschäfts-, aber kein Schlüsselprozess. Hier könnten wir jetzt noch das Warenwirtschaftssystem, das Kassensystem oder auch Social Media Kanäle für die Werbung mit einbauen. Aber damit haben wir einen Prozess abgeschlossen. Der kann noch deutlich komplexer ausschauen. Wir wollen es am Anfang etwas einfacher belassen. Also hier könnten zum Beispiel verschiedene Gateways mit verschiedenen anderen Wegen sein. Das Wichtige ist, ein Prozess braucht einen Anfang und ein Ende. Hier sind wir jetzt nochmal in unserer Objektdatenbank. Wir sehen Antiquitäten verkaufen mit den Attributen. Modelle haben Eigenschaften und Objekte haben Attribute. Das war's dann auch mit dem ersten Adonis-Tipp von uns und wir freuen uns auf den nächsten. Bis bald!